Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Episode hatten wir ja diesen epischen Bosskampf da, der wirklich ein bisschen anstrengend zum Zuschauen war, aber war geil. Und wir gehen jetzt weiter in der Kampagne. Wüssten wir nicht, schauen wir uns ein andermal an. Jetzt, wo Maren bei uns ist, geht's zurück nach Coruscant. Komm. Corvo, gut. Wollte ohnehin mal Monk auf die Finger schauen. Dementis hat sich verändert. Ah ja, Cal und Boat sind keine gute Putzkolonne. Ich habe heute Morgen geputzt. Warte, habe ich das? Nein, habe ich nicht. Meine Schuld. Maren, ich wusste nicht, dass du kommst. Vielleicht mache ich uns Scarce Steaks. Warum bist du wieder mitgekommen? Seer und ich denken, dass Tennelor eine Zuflucht für vom Imperium Verfolgte sein sollte. Vom Imperium verfolgt, was? Langsam wird's voll hier. Okay, Cal, komm her. Okay, liebe Leute, da wäre ich wieder. Zeitgleich ist auch noch die Batterie vom Controller ausgegangen, nach 14 Stunden. So, geht's noch runter. Wird schon schief gehen. Hä? Dachte ich, Coruscant? Willkommen auf Cobo. Cal, zum Glück bist du zurück. Hier war was los. Einfach furchtbar. Ist irgendwas passiert? Die Raiders besuchten uns wieder. Ihnen gefiel der neue Droide. Sie. Weggeschnappt. Sie haben sie mitgenommen. Das war ein Droid-Lapping. Ich hoffe, mein Salon steht noch, Törgel. Ich wette, das ist alles deine Schuld. Ich bin unschuldig, Meister Grease, ganz ehrlich. Es war Dagan. Er will nach Tenalor. Mit sie hat es wohl mehr auf sich, als wir dachten. Vielleicht versteckt in ihren Speicherbänken. Müssen sie retten. Er wird sie verschrotten, sobald er hat, was er will. Es wird nicht leicht, sie zurückzuholen. Die Raider-Basis ist im Sumpf. Sie haben ein altes Lukahalt-Kampfschiff aus den Klonkriegen. Schon gesehen. Es hat sehr viel Feuerkraft. Genau wie wir. Sie hat recht. Zeit, dass wir loslegen. Na, das hört sich doch toll an. Sie haben, was sie wollten. Jetzt sind sie in ihrer Festung und fühlen sich sicher. Sie werden es nicht erwarten. Vielleicht nicht. Aber liegst du falsch, werden sie Rache wollen. Keine Sorge. Ich bleib hier und sehe nach Grease und den anderen. Ganz sicher? Ihr zwei schafft das schon. Lass sie nur nicht ohne Aufsicht schwimmen. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Schöne Axt. Ich bin Mosey. Maren. Na dann. Ich spähe voraus. Wir sehen uns. Was? Warum können wir denn nicht gemeinsam gehen? Ah, immer einzeln. Ah, okay. Wo muss ich denn hin? Dahin? Wo sind wir? Wir sind da unten. Hauptziel. Wir haben da... Ach, das war da, wo die Stadt ist. Oh, und jetzt können wir auch hier hinten durch. Wegen dieser grünen Barriere. Okay, wir brauchen mal so ein Schnellreiseding. Und im Saloon gibt es ja auch noch Gespräche zu machen. So, da bitte einmal hier rein. Schnellreise. Dankeschön. Was bist eigentlich du? Also das war nur das auf Vermerk. Hierhin. Ja, Schnellreisen. Fünf Stunden später. Oh, cool. Im Dunkeln sieht das auch geil aus. Kurz orientieren. Wir müssen jetzt wohin genau?
Ach, das war ja dieser eine Startpunkt da. Alles voller Lava da unten. Sprich, das war in diese Richtung rüber. Wo ist der Vogel? Ah, ich glaube, ich muss hier wieder raufklettern. Und da einmal hier rauf. Nice. Und, ah ja, da hinten ist er. So, dale. Ach, ich habe immer noch das hier mit der Wand, wo ich nicht weiß, was damit auf sich hat. Ach, nö. Der XXL-Kollege ist ja da. Und auch. Oh, geil. Fuck. Hä? Fuck. Da oben haben wir ja auch noch das eine Ding, was hier verschlossen ist. Und das können wir ja jetzt wegmachen mit unserem kleinen Rübo-Freund. Einmal so. Cool, jetzt kommen wir zur Kugel. Kugel, du kommst mit und wir gehen dann mal... Kugel, Kugel. Nicht verlieren. Oh, was? Kugel? Wo ist die Kugel? Alter, hab ich Glück, ey. Oh, cool. Great. Geil, mehr Gesundheit. Kann ich also noch länger schlechter kämpfen. Ah, einmal nach da oben. Oh, das lebt ja noch. Diese scheiß Kugeln da. 3, 2, 1. Ach, stimmt ja. Der Schiff da. Da wären wir. Ey, Mann, das fliegt bestimmt nirgendwo mehr irgendwo hin. Ich sehe dich, komme zu dir. Hast es geschafft. Hat man dich gesehen? Mich? Unsinn. Womit haben wir es zu tun? Siehst du den Druiden irgendwo? Ah Mann, jetzt war ich gerade am Kaffee trinken. Ein Wartungsgerüst. Könnte ein Zugang sein. Eine bessere Option sehe ich nicht. Zum Luca geht's durch diesen Sumpf. Für dich vielleicht. Willst du mitfahren, BD? Machst du schon? Okay. Wenn du bereit bist, mach dich zum Gerüst auf. Ich pass auf. Verstanden. Also soll heißen, du lass mich allein. Ich will auch so ein Jetpack haben. Wir haben wenigstens die Stiefel sauber, was? Aber dass sie das einfach so da lassen, das Riesenschiff. Jetzt müssen wir ganze nur noch Geld, was das mal kostet hat. So, what to do? Ah, geil. Mr. Companion. Zum Gerüst über das da, so wie es aussieht. Kaum vorstellbar, dass irgendwas in diesem Sumpf leben kann.
Ich glaube, unser Freund hier kann zurecht. Und du meinst, es reicht von der Distanz her? Siehst du das Gebäude, Kumpel? Sieht aus, als wohnt hier jemand. Oder mal gewohnt hat. Ah, unser Fischkollege ist wieder da. So, danke fürs Mitnehmen. Ich lass dich hier nicht zurück. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich komme schon klar. Aber wir müssen meinen Sehen wir uns das mal an. Können wir dir nicht einfach ein neues besorgen? Auf keinen Fall! Mein ganzes Leben ist auf diesem Datenpad. Der schreit noch nach Nebenmission. Kerl, was machst du hier draußen? Ich könnte dich dasselbe fragen, Zack. Ich bin hier auf der Suche nach sie. Ja, ich auch. Ahem, und ich bin Winnie Eris. Kerl, richtig? Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen. Was brauchst du? Ich habe gehört, im Sumpf gäbe es einen Vogel mit einem prächtigen Federkleid. Aber als ich mir ein Exemplar näher ansehen wollte, schnappte es sich mein Datenpad und flog weg. Wo ist er hin? Sie haben ein Nest auf einer Felsnadel in der Nähe. Ich würde gehen, aber Winnie sagt, ich muss bei ihr bleiben. Ja, auf dieser Nadel. So nah und doch so fern. Ich werde tun, was ich kann. Du leuchtest wie die Sterne. Das ist eine Redensart von Coruscant. Einfacher gesagt, danke, Kerl. Ich hab's auch gewusst. Okay, ist das markiert, wo das ist? Das kann ich nicht bewegen. Nö. Ich kann das nicht bewegen, aber es gibt doch keinen anderen Weg hinauf auf die Säule. Was? Hä? Um was redest denn du? Ach so. Aber ich könnte mir die Kiste holen, aber da komme ich nicht mehr zurück, oder? Nice. Was willst du das kennen? Was ist das, okay. Kumpel? Ach, das sind Druide. Okay. Da geht's irgendwo hin. Ach, da unten haben wir ja auch noch ein Secret. Hä? Was willst du denn jetzt? Da ist doch nichts, das ist doch nur Müll. Was ich verlassene Stelle. Oh. Das Zeug kommt überall hin. Alter, komm, geh rauf. Dankeschön. Nein. Komm. Oh, geil. Okay, wir kommen jetzt darüber, aber eigentlich wollte ich unseren Fischerkollegen ja noch einen Besuch abstatten. Immer noch nicht toll. Ja, komm weiter. Dankeschön. Und jetzt hier drauf. Dann können wir uns da den Fisch noch mitnehmen. Sofern. Hallo, Junge. Ja, moin. Gefährlicher Ort, um einen Fisch zu fangen. Nein, gefährlicher Fisch, um einen Ort zu fangen. Ja. Ach, das habe ich nicht an Land gezogen. Aber Sarkasmus ist ein schlechter Köder. Außerdem konzentriere ich mich auf meinen Gegner, die furchterregende Glotzernkrabbe. Ein Haus meiner alten Mannschaft. Eine Kameradin von der Grapnel wollte einmal eine Krabbe aus dem Meerschaum schöpfen, als plötzlich, zack, schon ging sie über Bord. Der springt da wirklich rein. Okay. Glatzamkrabbe. Alles klar. Über Bord wie ein Quellfisch, der aus einer Dose springt. Die Krabbe hatte sie beim Nasenloch gepackt. Manchmal muss man zuerst zuschlagen, stimmt's? Glaubst du das wirklich? Ein flexibler Kompass ist auf den rollenden Wogen von Manan vielleicht keine große Hilfe. Aber die Ozeane der Seele macht er doch erträglicher, nicht wahr? Bleib ein Weilchen, dann erfreue ich dich mit dem nächsten Kapitel meiner Geschichte. Oh,
Du, nicht jetzt. Erstmal weitermachen. So, sonst noch irgendwie was? Nee, da sind wir hergekommen. Aber wenn das eine Abkürzung war, was ich da freigeschalten habe, was war dann der eigentliche Weg? Oh, das haben wir auch noch übersehen. Was ist das deiner Meinung nach wert? Nichts ist es wert, die Raiders zu hintergehen. Und jetzt verzieh dich. Da hängt es auch noch Zeugs. Ah, was haben wir hier oben? Mit dem komme ich dann vermutlich später irgendetwas machen, aber keine Ahnung was. Und da hinten hätte es einen Meditationspunkt. Karte. Mein Weg nach da drüben. Interesting. Wie komme ich da hinten rauf? Das ist ja eine ganz normale Wand. Da kann ich nicht rauf. Okay, dann nutzen wir mal die Seilrutsche. Komm, weiter nach hinten, komm. Ja, passt. Yes. Warst du schon mal auf einem so großen Schiff, Kumpel? Bei mir ist es lange her. Ich freue mich nicht drauf. Aber sie ist da drin. Wir werden nicht ohne sie gehen. Sag bloß, ich muss jetzt da irgendwie seitlich jumpen. Und auf das Ding rauf. Und jetzt? Yes. So, dann hätten wir hier aufgeräumt. Abkürzung. Warte, bitte freischalten. Wo schießt du hin? Ah, da drüber. Sehr geil. Okay, ich kann speichern. Was für ein beschissener Ort, um eine Basis zu haben. So, bitte einmal safen. Da bist du ja. Bereit, einen etwas exzentrischen Druiden aus der Hohen Republik zu befreien? Ja. Und du? Ich bin hier, oder nicht? Patrouille. Geh hinauf. Er kann diesen wenig. Alla. Alla. Yes! Sehr geil. Ich hab ihn. Komm her und kämpfe. Ja, mach ich ja. Nachdem ich mir einen Steam geholt hab. Nice! Geil, das hat sehr gut geklappt. Mit dem Blocken. Komm,
Okay. Kein sehr herzlicher Empfang. Anklopfen ist wohl... Denkst du kannst diese Kupplung zerstören? Finden wir es raus. Sonst haben wir da irgendwelche Secrets. Im Zweifel? Shorty. Eigentlich mit so einem Panzer mal ein bisschen rumfahren, wäre eigentlich auch witzig. Geil. Ah ja, du machst es schon. Ich hol mir erstmal die Kiste hier. Ja, es funktioniert tatsächlich sehr gut. So. Was haben wir da vorne? Wie viel Progress mit ins Schiff reinkommen, machen wir ja nicht. Ah, da muss ich hin, okay. Marin hat also doch beschlossen zu kommen. Ja. Sie glaubt, dass Tenalor dem Pfad wirklich weiterhelfen kann. Alles klar. Aber seit sie hier ist, wirkst du fröhlicher. Okay, konzentrieren wir uns. Sie braucht uns. Ah, oh, das sieht wieder nach super Weitjump aus. Schaffe ich das wirklich darüber? Ja, okay, so schaffe ich es natürlich. Sag mal, können wir uns nicht die Handy geben und du siehst mich einfach? Ja, irgendwelche Tipps? Nein, es war überhaupt nicht wie ein Luke Hulk. Weiß gar nicht, warum ich das erwähnt. Kannst du das wegschaffen? Absolut. Okay. Sehr wieder. Und tschüss. Wer braucht schon ein Jetpack, was? Ja, ich hätte gerne eins. Geht's ihm gut, BD? Ah, Mann. Ja, komm, jetzt runter hier. Ah, schade. Haben diese Droiden gestritten? Das passiert öfter, als man denkt. Kein Wunder, dass sie verloren haben. Komm schon, weiter geht's. Okay, rüberlaufen und dann nach da oben. Ah, es war wieder so ein Mikro-Lag. Also da zur Decke. Hast du mich vermisst, BD? Jo, lass uns eine Pause machen. Sieh dir das an. Was denn? Hast du in deiner Zeit als Schrottsammler mal einen Luke-Hulk zerlegt? Einen oder zwei. Vielmehr Venators. Ein guter Freund von mir hat mal eine Familie Snitmäuse in einem Heizungsrohr entdeckt. Snitmäuse kommen überall hin. Froth hat nicht gezögert. Er hat sie mitgenommen und in sein Quartier geschmuggelt. So. Lol. So war er eben. Tut mir leid, Kerl. Klingt, als wäre er ein guter Freund gewesen. Wetten, dass er zu ist. Das wäre zu einfach. Ach, ja, natürlich. Ein Versuch ist es immer wert. Werkbank brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Bleib wachsam. Wenn jemand herkommt, erledigt ihn. Das gefällt mir nicht. Oh, aufregend! Jetzt müssen wir wohl kämpfen. Gib nicht auf! Ich spieß dich! Fuck! Hier oben! Hier, Kumpel! Fühle den Schmerz! Geben Sie sich mehr Mühe!
Nice. Sehr gut. Ah, ich gehe aber wieder auf die zwei Klingen. Du. Da. Ich habe nie an dir gezweifelt. Geh weiter. Ich sehe mich um und sorge dafür, dass wir keine Überraschungen erleben. Sei vorsichtig. Nice. Das war jetzt sehr geil. Okay, laufen und dann nach rechts. Okay, das war knapp. Nein. Oh, Gott sei Dank. Okay, da geht's dann nach rechts weiter. Nein. Ja, es war klar, dass ich das wieder verkacke. Nein. Nein, doch nicht in die Richtung. Ja, Mann. Oh, okay, geschafft. Ich klettere an einem schrottreifen Kriegsschiff hoch. Fast wie in alten Zeiten. Wo lang? Da oben? Ja, okay. Wo wollen die denn hin? Moin. Okay, Abkürzung. Da sage ich nicht nein. Servus. Nice. Und wir brauchen mal was zum Speichern. So, hier zu, das heißt da rüber jumpen. Und dann wohin? Hä? Soll ich da rauf? Nein! Wieso bin ich jetzt hier? Oder ist die way to go nach da unten, aber das ist ja mega weit. Zurück hier auch nicht. Probier's mal nach da unten. Ja, okay, das war nicht die way to go. Oder dahin? Nee, komm ich ja her. Was muss ich von da drüben aus machen? Ach so, warte mal. Ich muss auf das Teil davon. Was ich nicht gesehen habe. Gern. Mit dem Jetpack wäre das alles so viel einfacher. Okay, jetzt auf die Plattform da hinten. Geil. Ah, die könnten ja schon noch ein bisschen Stress machen mit den ganzen Panzern und Fliegern hier, ne? Oh, holy shit, das sind aber einige Panzer. Oh, das wäre so eine kleine Armee. Was genau untersuchen? Damit könnten sie einen ganzen Planeten erobern. Hm. Okay. Wir haben Bericht über Feinde in diesem Bereich. Wir werden angegriffen. Hier? Kampfen bereit. Haltet den Bereich abgeriegelt. Was immer Ravis vorhat, es hat unerwünschte Aufmerksamkeit. Machen wir her! Und tschüss. Wir haben einen von uns ausgeschaltet. Was ist denn? Hey, hör auf!
verursacht. Nice. Sehr geil. Das ganze Schiff weiß jetzt, dass wir da sind, oder? Höchstwahrscheinlich. Geil, noch eine Abkürzung freigeschaltet. Wo ist das? Wo sind wir da? Jetzt gerade nicht wieder. Okay, aber nicht unser Weg. Wir müssen auf der anderen Seite rein. Hat ich beim weißen Buch? Nö. Muss ich doch da unten rein? Ja, okay. Dann gehe ich halt doch da weiter. Ah, nee. Hier geht's weiter. Tag. Ja, lauf nur, du Weichling. Und besser. Komm schon. Dafür wurde ich gebaut. Nimm das. Daneben. Ah, nö, ich treffe eigentlich ganz gut. Geil. Du machst die ganze Zeit nix, oder was? Die machen es dir weg? Nein! Oh, nee! So ein Scheiß. Wo bin ich? Ah, ich gerade da, wo ich die Abkürzung freigeschalten habe. Ah, das ist der Aufzug, der da nach unten geht. Oh, okay, cool. Und schon wieder Mikroruckler. Guten Tag. Ich brauche Platz. Yes, dankeschön. Fuck, 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 fuck. Es wird Zeit, ein Exempel. Fuck. Alter, ich hab Steam gedrückt und er. Ah, Mann. Alle guten Dinge sind drei. Nein, ich will nicht nach unten. Soll ich vielleicht auf Badass Schwert gehen? So, da. Und auch. Wer ist das denn? Okay, jetzt gib mal zumindest der nicht mehr auf den Sack. Wir werden Helden sein. Mein Tod wird uns nicht aufhalten. Fang mich doch, je. Alter, warum kann ich nicht blocken? Nicht mit mir. So nicht. Nice. Eine blockierte Tür? Ich frage mich. Ich frage mich, was da hinten ist. Na, was haben wir hier? Ah, Klumpen. Wieso kommst du erst jetzt? Ich meine, jetzt hier helfen können. Na, hätte nicht, weil. Doch, da oben hätte er durchfliegen können.
Naja, gut. Moin! Rekalibriere Angriffsvorgehen! Geil! Oh. Zurück! BD, hilf ihm! Gut, dass du noch in einem Stück bist. Ja, allerdings. Du bist sicher froh, dass Marin sich der Crew angeschlossen hat. Ja, es freut mich, dass sie uns helfen will, Tenalor zu finden. Moment. Hörst du das? Zerstörer-Droiden. Oh, fuck. Perfekt. Schilde. Oh, das ist doch nicht fair. So, wunderbar. Das waren wohl alle. Das erste Mal habe ich fand die Druidiker irgendwie immer am geilsten. Damals bei Star Wars Battlefront habe ich die so gern gespielt. Ich wette, er wäre stolz. Das hoffe ich. Jetzt wäre ich auch mal wieder was, das alte Star Wars Battlefront mal wieder rauszuziehen. Um mal zu zocken. Das hat so viel Spaß gemacht damals. Gegner in der Nähe. Moin. Hinterher, Kerl. Mehr. Komm jetzt, Tipp. Oh, Kamera. Du weißt, dass du nicht nur dabei ist, um Tenalor zu finden, oder? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wie du meinst, Kerl. Es. Ey, gerade jetzt. Ich meine, sie hat einen Stand auf mich. Okay, sehen wir mal nach, was wir hier haben. Ein Turbolift. Ist da drin der, von dem ich denke, dass das ist? Das muss ich mir genauer ansehen. Ja, das ist sie. Wo fährt er hin? Zum Kontrollturm. Dann ist das unser Ziel. Ich sehe ein Problem. Da unten. Kann ich mal... Kerl, siehst du das? Nein. Wohin denn? Hallo? Ich hab grad voll keine Orientierung. Da sind die Panzer. Was willst du, dass ich sehe? Hey, da ist ein... Naja, sowas wie Monorail. Da haben wir Strom. Ich will auch rauszoomen. Was ist mit Scannen wir ihn. Ups, das war zu viel. Bethlehem-Schläger. So und... Droiden. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Ja. Schau dir diese GRPs an. Ich habe einen Plan. GRPs? Nun, ich mache etwas Lärm, locke sie weg. Du schleichst vorbei. Wir treffen uns wieder beim Turbolift. Was denkst du? Das ist riskant. Riskant haben wir längst hinter uns gelassen. Viel Glück. Dir auch. Ja, mit so einem Panzer mal gegen die Druiden? Wäre doch bestimmt witzig. Da scheint es weiter zu gehen. Das Schiff kann nicht fliegen, aber an Bord befindet sich ein Hangar voller Fahrzeuge. Eine Armee, die uns gehört. Bereit, diesen Planeten nach meinem verschollenen Meister zu durchkämmen. Hat der gut geklappt. Muss ich mich bei den Teilen festhalten? Ich vermute mal, oder? Okay, I see. Hilfst du mir mal, Rede?
Metz. Dankeschön. Noch mein Stim. Und dann werden wir irgendwo mal ausruhen, wenn es geht. Was ist das hier? Das ist gar nichts. Ach so. Da kann ich auch noch nicht weiter. Und ich kann saven. Oh, besten Dank. Einmal ausruhen. Bei Fähigkeiten Lichtschwert mit 2. Haben wir da irgendwas Tolles? 2 Schwerter. Drücke RB unmittelbar bevor ein Blaster. Nee. Führe einen Wirbelschlag aus, wenn du Y loslässt. Halt, Moment. Schlange bis. Halte X während des Angriffssequenz um einen starken letzten Überhol. Oh ja, das machen wir mal. So, und... ja, machen wir das auch mal. Wenn ich Y und loslasse, gerade mal probieren. Was zum... Wer weiß, wie man Aufsehen erregt. Okay, ja, passt. Nice. Dann doch. Holy shit. Ist jetzt lange her, dass das das letzte Mal passiert ist. Okay. Mal kurz schauen, da ist Eva versperrt. Okay, dann da runter. So. Liebe Leute, ich muss mal ganz kurz passieren. Ich bin gleich wieder bei euch. Okay, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Jetzt geht's schon wieder weiter. Und da... was zum... ach ja, stimmt. Ganz vergessen. Kann ich da hin? Ja, ich kann. Alter. Hallo. Nice. Ich hoffe, ich bin da richtig. Okay. Wir müssen hier weg. Ah, da haben wir wieder diese Lift-Action hier. Ah, I see. Ein Haufen Müll hier. Oh, shit. Was ist denn hier passiert? Und nun, um meine Arbeit zu testen, Droide, töte ihn. Roger, Roger. Okay. Soll ich dich aufmachen? Für Abkürzung? Oh! Alter, du Arsch! Sichtkontakt bestätigt! Hey, komm mal her! Gib dein Bestes! Du bist verletzt! Oh! Okay! Das hat nicht so gut funktioniert mit den Blocken. Ach nö, nee, ach. Echt jetzt. Ja, gut, wenigstens haben wir Abkürzung. Und wir nehmen jetzt mal das große Schwert.
Und hier machen wir einen Abflug. Und weg. Jetzt heißt es du oder ich. Oh, geil. Oh, das zwirbelt. Verblutet. Nein. Fuck. Gib mir einen, bitte. Aufpassen. Komm jetzt. Dankeschön. Gleichfalls. Braucht irgendjemand einen Hammer dieser Größe? Jetzt nicht mehr. Ich konnte den Weg zum Turbolift nicht finden. Irgendwas sagt mir, wir müssen da rein. Okay, mach mal auf hier, bitte. Unaufhaltsam wie immer, BD. Danke, BD. Gibt's hier auch normale Wege? Okay, das sieht nach keiner Mitfahrgelegenheit aus. Sondern das ist irgendwie. Ja, fuck. Ich hab's verkackt. Was muss ich mit dir da machen? Okay. Okay. Hey, sieh dir das an. Was denn? Sie irgendwie hochziehen? Ich habe eine Idee. Was meinst du? Okay. Okay. Was machen wir jetzt? Da! Ja. Nicht schlecht. Oh, da hat's die großen Transporter. Wetten, dass bei denen dann was rauskommt, wenn wir da hinten sind. Was sind das für Gebäude? Der Fachbegriff lautet Jurten. Wohnquartier. Hab sie auf Merrick 9 gesehen. So viele Jurten wie nirgends sonst. Wohnquartiere? Dann sind wir ja mittendrin. Moment mal. Erstmal die Türen hier checken. Oh. Oha, was ist denn hier? Gut. Bald werdet ihr einem neuen Meister dienen. Na, da geht's nicht rein. Bedarf. Ich gebe dir Deckung. Und ciao. Da kommen sie. Die Raiders haben sich jetzt ziemlich gemütlich gemacht. Naja, gemütlich ist Definitionssache. Ich habe Schaden. Aber wenn man so wohnen will, kann man machen. Nicht gerade meins. Können wir dich da aufmachen? Wir haben einen Kampf. Boah! Was genau haben wir hier? Da kann ich ja. Kann ich da rauf? Oh yes. Wirf sie weg! Ravis will nur intakte! Moment, gib mir das! Gut. Nice. Und, Kiste, mach mal auf. Auf dem Ding steht groß dein Name drauf. Griff voll Strecke. Langsam. Feinde in der Nähe. Schalten wir sie aus. Los, immer weiter. Ein Jedi? Ich krieg dich schon noch.
Nice. Sag aber, ach, die machen ein Training. Und ciao. Geil. Hör auf, dich wegzuducken. Stirb, Jedi. Ich bin hier ein bisschen ungünstig. Ist das das, was wir machen? Ja, sterben. Hilf mir bitte! Du wirst dich verraten. Ich kenne das schon. So, nicht mein Freund. Sehr gut. Du hast Feuer. Komm, stirb jetzt endlich. Dankeschön. Gegner am Boden. Okay, haben wir hier Goodies. Okay, da geht's nicht weiter. Ah, Safe Point wäre nicht schlecht. Und ich glaube, da vorne werden wir gleich einen großen Kampf haben. Kannst du das runterwerfen? So gut wie erledigt. Dankeschön. Kommst du, Kerl? Ich habe dieses Seil nur für dich runtergelassen. Ja, also ich glaube, hier gibt's richtig Stress und da haben wir auch einen Typen mit Hammer. Jetzt ist keine Zeit zum Trödeln, Kerl. Ja, aber es ist Zeit, die Episode zu beenden, weil wir sind über der Zeit. Liebe Leute, ich würde sagen, den großen Kampf sehen wir in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo, wenn ihr ganz wild drauf seid. Oder sogar Kanalmitglied und dann habt ihr die ganze Episode schon im Vorhinein. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.